Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, super. Hey, klasse. Hast du mal gezeigt, dass du das kannst? Ja, was denn? Oh, ja. Alles gut. Hey, super. Klasse, klasse. Ganz toll, hör mal. Uiuiuiui, du bist heute gut drauf. Flatsch. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem, denn man glaubt es kaum. Chris hat mich eben zum Spielen aufgefordert. Der hat mich zum Spielen aufgefordert. Und dann sind wir hier kurz durch den Garten gehopst. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ey, du bist so ein geiler Typ. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und nächste Woche gehen wir mal zum Tierarzt. Ne? Wegen deinem Kiefer? Ja. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Und Robby macht das. Er trägt das. Ganz stoisch. Quatsch. Ja, jetzt versucht er sich auf den Rücken zu drehen. Das Oh, Kerl. Das ist bei dem nur leider nicht mehr ganz so einfach. Ne? Das ist nicht mehr so einfach. Ja. Ach, du stinkst immer noch nach dem Zeug, mit dem ich dich eingerieben habe. Na und du? Na und du? Ja, ist jetzt die Luft raus? Ist jetzt die Luft raus? Aber super. Ganz toll. Der ist eben hier oben gerannt. Ist ja gestartet. Vorderkörpertiefstellung, mich zum Spielen aufgefordert und dann ging es los. Einmal draußen im Garten, einmal reingerannt, dann wieder rausgerannt. Ne? Wie ein verrücktes Huhn. Ja. Du hast Spaß hier. Super. Ja, und an den da echt ein ganz dickes Lob. Also wie der das managt, das ist echt Wahnsinn. Ist ja für ihn eine Riesenumstellung. Ja. Ne? Ja. Vorher, als Boston da war, war Robby gewohnt, dass er die Hosen anhat, alles hört auf sein Kommando. Dann war er gewohnt, nachdem Boston eingeschläfert werden musste, dass er alleine ist und den Ton angeben kann. Kein anderer Hund neben mir. Und jetzt kommst du, einer, der die Regeln auf der Straße gelernt hat, ne? Und trotzdem, ihr versteht euch echt gut. Hätte ich nie gedacht, dass das in so kurzer Zeit so schön funktioniert. Ja, und wie ihr vielleicht gesehen habt, er hat gerade demonstriert. Wir haben mal eine Testrampe installiert, weil halt eben gerade morgens es einfach zu, ja, zu, ich sag mal, unbequem ist. Ich sage jetzt mal nicht schmerzhaft, aber unbequem. Ah, was macht Robby? Ich will wieder rein. Zu unbequem ist, hier die Stufe runter zu hüpfen. Er macht es, überhaupt kein Thema. Beide machen das, aber ich sag mal, wenn man doch so eine Steighilfe hat, dann kann man die doch ruhig nutzen. Die war recht günstig, ist bis 80 Kilo belastbar, hält Chris also definitiv aus. Ja, Robby kann da auch drüber gehen. Der ist auch schon zweimal drüber gegangen, fand es aber jetzt nicht so spannend. Denkt sich sein Teil. Ja, das ist was für alte Leute. Was habe ich damit am Hut? Na, holst du mich ab? Holst du mich ab? Ja, du holst mich ab. Du willst rein? So, dann mache ich dich doch mal los. Bitte schön. Und bringen gehen. Genau. Gab eben Futter. Und gleich geht's zur zweiten Gassi-Runde. So, und der andere, der ist wieder hinten auf dem Komposthaufen. Der lässt es wieder gut gehen. Das ist quasi sein Dessert. Aber Wahnsinn. Hervorragend. Ja, super. Mensch. Wie schön. So, damit soll es das auch gewesen sein. Kurze Zwischenmeldung. Ah, da ist er wieder, der Verfressene. Buffet ist leer. So. Ah, und zurück. Naja, euch noch einen schönen Tag. Bis dann.